Toni Dreher, sie ist die Gewinnerin der 13. Staffel der Modelshow Germany's Next Topmodel und arbeitet seither erfolgreich in der Branche. Leni Klum ist die älteste Tochter von Unternehmerin Heidi Klum, süße 18 Jahre alt und startet derzeit als Newcomer-Model durch. So ziert sie bereits einige Magazincover, läuft auf Fashion-Shows und sitzt in der diesjährigen Staffel sogar neben Heidi im Jurystuhl bei GNTM. Für Toni gehört das bis auf Letzteres zum Alltag. Im exklusiven bunte.de-Interview haben wir die 22-Jährige gefragt, was sie vom Klum-Model-Nachwuchs hält. Ich finde Leni, also rein als Model, einfach ein super interessantes und außergewöhnliches Mädchen. Ich finde, obwohl sie irgendwie Features hat, die man bei vielen Models kennt, jetzt irgendwie blaue Augen, blondes Haar, hat sie trotzdem nochmal so ein gewisses Etwas, was sie so ein bisschen anders macht, finde ich. Und auch wenn sie Deutsch redet und Englisch mischt und alles, ich finde das irgendwie total süß, also ist jetzt charakterliche Ebene. Und natürlich, Heidi als Mama zu haben, macht auch Sinn, wenn man was dann aus seinem Modelleben macht. Also ich finde, ich glaube, es wäre schon fast frech, wenn sie nicht in der Industrie auch einsteigen würde. Aber ja, ich freue mich total, sie zu sehen auf den ganzen Plakaten und den ganzen Sachen, weil ich finde, wir haben so lange immer uns vorgestellt, wie Leni doch aussieht und sie jetzt zu sehen, wie sie aufblüht und wie sie einfach ihr Ding auch eigentlich macht, ja, ist schon cool. Doch hat Leni auch das Zeug dazu, die Sendung irgendwann zu übernehmen? Ich glaube schon, dass sie GNTM übernehmen könnte. In meinen Augen war es irgendwie immer Lena Gerke, ich weiß auch nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, sie ist, aber weil sie halt auch Moderation danach weiter verfolgt hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass Leni, vor allem weil sie halt auch Deutschland und irgendwie so Amerika, das Internationale und alles so versteht und auch irgendwie vereint, dass sie dafür eigentlich auch eine gute Auswahl sein könnte. So viel zu Lenis Zukunft bei Germany's Next Topmodel. Für die Sendung wünscht sich Toni aber noch eine andere Gastjurorin. Ich würde mir wünschen, dass sie mich mal als Gastjurorin einlädt. Ich habe den Mädels wirklich so viel zu erzählen und kann auch wirklich ehrlich gemeinte, ernst gemeinte, konstruktive Kritik geben und Tipps geben und will denen auch so ein bisschen Motivation einfach und gut zusprechen. Und deswegen würde ich mir schon wünschen, dass sie mich mal irgendwie als Coach oder so einlädt. Das wäre schon nice.